Was für eine geile Woche. Es stehen so wichtige Zahlen auf dem Programm. Die haben die ganz großen Player im Markt. Microsoft, Alphabet. Dann haben wir morgen wieder Facebook und Apple. Übermorgen haben wir dann Amazon noch auf dem Plan. Gestern war schon Tesla dran. Also Bewegung ist absolut zu erwarten aktuell in den Märkten. Die Richtung allerdings, die ist noch fraglich und der Markt nimmt das ja ein wenig vorweg. Wir haben es jetzt vor der Earnings Season gesehen. Der Markt ist nicht wirklich in eine Richtung marschiert. Im Gegenteil, er hat sich eigentlich mehr auf dem bestimmten Niveau gehalten und hat gesagt, okay, dann warten wir mal ab, was da passiert. Es kann sein, dass jetzt in den nächsten Stunden eben dann der Startschuss da beginnt. Wir sollten also präpariert sein. Ich persönlich handle nicht gerne vor solchen Daten, weil ich normalerweise sage, wenn dann doch was gapt, gestern zum Beispiel Tesla ist ja nachbörslich, heute die beiden wichtigsten, sage ich jetzt mal, Microsoft und wen hatten wir noch? Oh Gott, jetzt kriege ich nicht mehr zusammen. Alphabet ist heute noch dran, auch nachbörslich. Vorbörslich ist Starbucks und Co., UPS, meine ich zu wissen. Also es gibt eine ganze Reihe Titel, alle außerbörslich. Das heißt eben, wenn es dann wieder weitergeht, dann kann es unter Umständen schnell gehen, sprich ein Gap geben. Und das ist etwas, was ich immer persönlich nicht mag. Ich will da niemandem was vorschreiben. Entscheidet selber, ob ihr das Risiko dann über diese entsprechende Nacht dann tragen wollt oder ob ihr sagt, ich bin doch nicht bescheuert, ich warte lieber und gucke mir dann die erste Reaktion an und dann mache ich wieder mit, wenn da das Tor wieder aufgemacht ist, zum Beispiel auf der bullischen Seite oder dann endlich für die Shorties. Dann kann man mitmischen und dann sollte sich ja hoffentlich auch eine weitere Bewegung anschließen. Auch noch ein Hemmschuh ist sicherlich jetzt noch bis morgen. Die FED-Entscheidung, natürlich zinsmäßig da nicht, aber das Statement, machen wir uns nichts vor, ist ebenfalls sehr wichtig. Wir haben es gesehen, die kanadische Notenbank hat gesagt, wir suchen jetzt den Exit aus der aktuellen Politik. Tapering ist wieder ein Thema. Bislang war das kein Thema bei der US-amerikanischen Notenbank, bei der FED. Mal gucken, ob das vielleicht sich ändert. Es ist zumindest mal das Thema Inflation ja regelmäßiger ein Thema. Markus Fugmann hat darüber auch schon berichtet, hat gesagt, hey, es kommt im Internet jetzt viel häufiger vor. Es wird da mehr nachgegoogelt, mehr darüber gesprochen und dementsprechend ist das natürlich auch in dem Bewusstsein der Marktteilnehmer noch stärker verankert. Das war übrigens nicht so in Japan. Die Bank of Japan, die hat heute ebenfalls ihre Zahlen veröffentlicht, also keine Zinsänderung. Sie haben aber gesagt, naja, wir machen auch im Zweifelsfall genauso weiter, wie wir das zuvor getan haben. Also keine Änderung von der Seite aus. Im Gegenteil, man geht sogar davon aus, ja, eigentlich wollen wir auch diese 2%, dieses Ziel, das Inflationsziel. Jetzt kam die Kernrate mit 0,0 raus, also genau nicht so, wie man sich das vorstellt. Und die Erwartungen sind dort deutlich nochmal nach unten geschraubt worden. Man hatte gehofft, dass wenigstens ein bisschen Inflation noch stattfindet. Nachdem jetzt allerdings die Mobilfunkpreise auch nochmal gesenkt wurden in Japan im Zuge von 5G, hat man jetzt versucht, das Ganze ein bisschen nochmal kundenfreundlicher zu gestalten. Ja, das war dann genau der falsche Plan, wenn man Teuerung haben will. Die Kunden wird es freuen, allerdings die Notenbanker in dem Fall sagen, na, wir müssen einfach diese lockere Politik beibehalten. Also da von der Seite aus gibt es zumindest mal keinen Aktivismus. Inwieweit das den westlichen Markt natürlich bewegt, ist so eine Sache. Aber ich finde es wichtig, das Gesamtbild nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Also noch eben Korrektursituation. Warten wir es mal ab, was in den nächsten Tagen da veröffentlicht wird. Ich drücke euch auf jeden Fall mal die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid, egal wie ihr euch entscheidet. Ich sage ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.